Hallo zusammen, heute ist der nächste Tag der Daily Summer Faves Woche und ich zeige euch heute meine liebsten Bronzer und Highlighter und was ist da noch mit bei? Bronzer und Highlighter und Blush, aber da ist nur ein Blush, deswegen ist der ein bisschen gerade untergegangen. Ich fange an mit Bronzern. Ich habe genau drei, die ich wirklich regelmäßig trage und ich finde besonders im Sommer trage ich sie besonders gerne. Also ich finde besonders im Sommer trage ich sie besonders gerne. Was ein wunderbarer Satz, ja. Nein, ich finde im Sommer gehört Bronzer und sowas dazu, weil man hat überall die Sonne, die ins Gesicht scheint und das sieht richtig schön aus, finde ich, wenn alles perfekt konturiert ist und perfekt irgendwie so gebronzt und überall so ein bisschen Schimmer und so weiter und so fort. Deswegen finde ich, ist es ein ganz großes Thema im Sommer. Man sollte den ganzen Tag über nichts anderes sprechen als über diese Sachen. Ja, ich habe jetzt wahrscheinlich ein bisschen übertrieben, aber ich trage das einfach besonders gerne im Sommer. Deswegen fangen wir jetzt an mit der Kontur, womit ich am liebsten konturiere. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe bis heute noch nicht von Benefit den Hoola Bronzer ausprobiert, weil er mir einfach zu teuer ist. Wenn sie mir den irgendwann mal zuschicken wollen, dann bin ich sehr glücklich darüber. Ansonsten ist er mir einfach zu teuer. Aber welchen ich sehr gerne mag und welcher auch nicht so teuer und welcher auch deutlich günstiger ist, ist von The Barn der Bahama Mama Bronzer. Er ist matt und die Verpackung finde ich sehr cool. Hier unten ist ein Spiegel drin, den ich jetzt wieder zuhalte. Also wie gesagt, er ist matt. Er ist überhaupt nicht orangestichig, weswegen er super zum Konturieren ist. Man kann aber auch normal sein ganzes Gesicht damit bronzen. Ich trage ihn heute unter anderem auch. Ich trage ihn eigentlich fast jeden Tag, weil das so mein Go-To-Bronzer ist, der immer schön aussieht. Und ja, manchmal kriegt ihr den ein bisschen günstiger. Also bei Karstadt war der mal im Angebot, aber ich glaube, die haben The Balm jetzt rausgenommen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ansonsten kostet der, glaube ich, so um die 15, 16 Euro, was auch nicht günstig ist, aber immer noch die Hälfte von dem anderen. Ansonsten ein Produkt, das ich auch, wie man sieht, sehr gerne trage und das ich auch schon öfter in Favoriten gezeigt habe, ist von P2 das Bronzing Powder in der Farbe 030 Bali Heat. Das ist ein bisschen orangestichiger, was ich aber gar nicht so schlimm finde, weil manchmal mag ich auch ein bisschen mehr Wärme im Gesicht. Damit kann man auch konturieren, das ist auch matt. Ich mag es aber eigentlich wirklich gerne zum Bronzen, einfach das Gesicht ein bisschen brauner zu machen, da wo die Sonne normalerweise die Haut bräunt, das hinzugeben. Ich mag den wirklich super gerne. Ich glaube, den gibt es auch noch. Ich hoffe, ihn gibt es noch. Ansonsten hat P2 öfter mal matte Bronzer drin. Ich glaube, die haben auch gerade diese... Haha, wie heißt die? Ich glaube, das ist... Ist das die Catch the Glow? Ich glaube, das ist die sogar, oder? Haben die im Moment Bronzer, die sie immer wieder auffüllen, die auch nicht schlecht sein sollen. Ich habe sie allerdings nicht ausprobiert. Ich habe sie nur mal geswatcht. Die haben allerdings so ein bisschen Schimmer mit drin. Wo wir gerade bei Schimmer sind, habe ich noch einen, den habe ich mal aus einer LE gehabt. Und zwar ist das von Alverde aus der, ich glaube, African LE hieß das. Das schimmernde Bronzing Powder in der Farbe 20 Rising Sun. Das sieht so aus. Das riecht unwahrscheinlich gut. Leute, ich würde am liebsten reinbeißen. Also es ist richtig lecker, riecht es. Hat so einen leichten Schimmer drin, aber wirklich auch gar keinen Glitzer. Ist die dunklere Variante. Es gab davon auch eine hellere. Und damit gebe ich gerne immer noch mal ein bisschen Tiefe rein. Trage ich meistens hier hinten auf, habe ich auch heute drauf. Finde ich wirklich super, super schön. Also war auch gar nicht teuer, ist halt wie gesagt Alverde. Was kostet das Ding? 3,95 € oder sowas. Bin richtig begeistert davon, finde ich wirklich richtig, richtig schön. Und ich glaube, das kommt, je dunkler man wird, desto besser sieht es, glaube ich, aus. Kommen wir zu meinem einzigen Blush. Ihr wisst ja, ich trage nicht so oft Blush, weil ich halt, wie gesagt, recht rötliche Wangen habe und das meiste sich damit beißt. Im Moment sind sie gar nicht so rot, deswegen trage ich öfter mal Blush. Und das ist der, den ich jetzt wieder ausgegraben habe und sehr gerne mag. Und zwar ist es von P2 aus der Mission Summer Look LE. Es tut mir leid, dass ich so viele LE-Produkte zeige, aber den gibt es immer mal wieder. Also ich habe jetzt schon öfter mal diese Farbe gesehen bei P2. Ein Baked Eyeshadow eigentlich, ja. Ein Baked Eyeshadow, den ich aber sehr gerne als Blush nehme, weil der sehr ähnlich ist zu dem Pool Bar Blush, aber der ist so unglaublich schlecht pigmentiert. Also da muss ich drin rumrühren wie so eine Verrückte, damit ich da mal ein bisschen was abbekomme und der ist viel besser pigmentiert. Super schön, ist halt so ein richtiges Peach-Korall und das mag ich am liebsten so. Also ich mag generell diese Peach-Korall-Töne am liebsten und der sieht wirklich richtig schön aus. Wenn man den so ein bisschen, den habe ich heute auch ein bisschen drauf, also aber nur so ein ganz bisschen auf den Apfelbäckchen. Ja, finde ich sehr schön. Also ich finde, P2 hat, was das angeht, öfter mal ganz gute Produkte. Kommen wir zu den Highlightern. Da habe ich genau drei. Und zwar ist der eine, den wahrscheinlich auch fast jeder kennt, von Benefit High Beam.
High Beam ist, sieht jetzt sehr so leicht rosa weißlich aus. Wenn man den aufgibt, hat er ein Gold-Rosé-Schimmer. Also der ist so Gold-Rosé. Den trage ich heute auch. Allerdings finde ich, sieht man Highlighter eigentlich fast nie in einem Video. Es sei denn, man macht so eine richtig dicke Schicht drauf, mit der man dann aber auch nicht mehr rausgehen würde. Ich habe das Gefühl, als würde ich schon wieder so ohne Punkt und Komma reden. Aber so rede ich. Ja, ist super, super, super schön, wirklich. Hält, glaube ich, auch ein Leben lang. Also wenn man sich den einmal kauft, ich kann mir nicht vorstellen, dass der irgendwann mal leer geht. Es ist ganz, ganz, also ich glaube, manche sagen, es wäre nur Schimmer, aber da sind ganz, ganz, ganz minimale Glitzerpartikel drin, die aber so klein sind, dass die aussehen wie Schimmer. Und je nachdem, wie sie im Licht sind, finde ich, sind die halt so golden, leicht rosa. Also wer so ein Goldrosé mag, kann sich das mal angucken. Ansonsten sollen die von Alverde relativ ähnlich sein. Also schaut mal bei Alverde vorbei, weil Benefit ist, wie wir alle wissen, relativ teuer. Dann habe ich, ja, zu meiner Schande noch ein Benefit-Produkt. Das habe ich auch schon mal meinen Favoriten gezeigt. Den habe ich mal von einer Freundin geschenkt bekommen. Und zwar ist das der WhatsApp Highlighter. Das ist jetzt die Miniaturvariante. Ja, ich glaube, ich habe schon in den Favoriten genug dazu gesagt. Das ist ein Gold. Also das andere ist eher so ein Roségold. Das ist wirklich so ein richtig schönes Gold in Stiftform. Lässt sich super verteilen. Ich finde es richtig schön. Das ist eigentlich mein absoluter Lieblingshighlighter, weil der wirklich, also der ist wirklich richtig schön. Und wenn ihr den irgendwie mal bei Kleiderkreisel oder so in dieser Miniaturvariante für ganz wenig Geld bekommt, dann macht das. Also den kann ich echt richtig empfehlen. Und dann noch etwas aus der Drogerie. Ich weiß nicht, was hier oben drauf ist. Es sieht irgendwie nicht so lecker aus, aber es ist egal. Von Catrice. Da scheiden sich, glaube ich, auch die Geister. Und ich war am Anfang auch nicht sonderlich begeistert, aber mittlerweile schon. Aus der Prime & Fine Reihe. Ich weiß gar nicht, ob das rausgenommen wurde, das Highlighting Powder. Auf jeden Fall ist das der Highlighter in der Farbe 010 Fairy Dust. Ist, wenn man ihn aufträgt, auch so ein richtig schönes Gold. Nur Schimmer und wirklich ganz leicht. Also man kann ihn auch ein bisschen dicker auftragen, aber man sieht ihn eigentlich kaum. Deswegen ist der super für den Alltag, finde ich. Ich finde ihn echt richtig schön. Also der ist wirklich schön. Ich ziehe jetzt mal das Motto der Woche durch. Schreibt mir eure Lieblinge in die Kommentare. Vielleicht hat auch jemand Erfahrung mit dem Hoola und dem The Balm Bronzer. Aber ich würde gerne wissen, welchen ihr besser findet und ob es sich lohnt, den von Hoola, also von Benefit, irgendwie auszuprobieren. Ich bin halt immer so ein bisschen zwiegespalten, ob ich das wirklich machen soll. Ja, ansonsten wünsche ich euch wie immer einen schönen Tag oder Abend und wir sehen uns hoffentlich morgen. Auf Wiedersehen!